Maxim hat abgesagt, der hat das Herz im Rücken. Ja, der hat sich vorhin die ganze Zeit gedreht auf seinem Stuhl. Ich hab's gesehen, ich kann das besorgen. Er hat mir einfach geschrieben, ich habe mir den Rücken verrenkt. Ich kann nicht. Nein, Nina, töte mich nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Nina will mich töten. Ah, das Rad hat man immer, ne? So, ich habe jetzt hier Wasserräder gemacht. Vorher war ich beim Download. Und dann gucke ich. Ah, sind Leute tot. Ja, Johnny dead. Access denied. Oh Gott sei Dank. Oh ja, hallo? Ach du Scheiße. Oh, ich hab gemeldet. Alter, hab ich gehört? Ja. Ich war in diesem Admin-Bereich. Da ist ja dieser Computer, wo man sehen kann, wo wie viele Leute sind. Und kurz bevor du jetzt gemeldet hast, waren im Office 2 Leute. Und dann war da nur noch ein Leute. Okay, dann kann ich ziemlich sicher sein, dass es Kim gewesen sein muss, die Scissor abgemurkst hat. Denn die beiden standen mit mir eben noch am Lifeline. Ich bin an der scheiß Karte verzweifelt. Bei der Lifeline? Ich war kein einziges Mal bei der Lifeline heute. Okay, dann ist das eine sehr, sehr dreiste Lüge von dir. Sehr gut gemacht. Du hast dich offensichtlich in Norwegen sehr gut erholt. Freut mich. Aber das ist leider eine sehr dreiste Lüge. Du standst mit Scissor gerade mit mir am Lifeline. Ich bin mit Therese, habe ich letzte Woche noch Nahtoderfahrungen auf norwegischen Bergen. Ja, ja. Und jetzt stichst du ihr in den Rücken. Jetzt stichst du ihr in den Rücken. Das ist halt absolut, musst du wissen. Also ich muss sagen, Kalle hat fehlerfrei gesprochen und viele Bilder benutzt. Das Ding ist, wir müssen halt voten, weil wir haben nur noch 5 Leute und es sind wahrscheinlich noch zwei Imposter. Es sind zwei tot, lol. Es sind 3 tot. Es sind 3 tot. Wir müssen voten. Du bist hier die erste Runde dabei, Fischkopf. Du bist jetzt mal still. Wir müssen Kim voten. Gott sei Dank. Lol, also ich war kein einziges Mal in Lifeline in dieser Runde. Also kein einziges Mal. Es war doch Kim, oder nicht? Wenn noch 4 Leute leben und alle wären Imposter, dann ist es doch... Also wenn 2 Imposter... Warte mal, das ist doch jetzt richtig, oder nicht? Wenn es noch 2 Imposter geben würde, wäre doch jetzt verloren, oder nicht? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Aber es müsste jetzt eigentlich richtig sein. Ich warte mal, bis das Licht angeht. Ich möchte an dieser Stelle mitteilen, dass ich recht hatte, weil wir sind nur noch zu 4. Jetzt haben wir das Problem, ich wollte das unbedingt jetzt richtig stellen. Jetzt müssen wir aber weiter voten. Nina ist mir aber vorhin, als ich bei den Wasserwerken war. Nein, Nina, natürlich nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Auch noch sehr interessant hinterhergelaufen. Ich glaube, sie wollte aus ihrer Hosentasche so ein Messerchen zücken, hat es aber dann irgendwie nicht geschafft. Und jetzt würde ich sagen, wir würden jetzt Nina rausvoten. Wenn das nicht klappt, dann könnt ihr gerne mich rausvoten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Nina Numero Dos ist. Vielleicht habe ich es verkackt. Vielleicht habe ich es verkackt. Fischkopf, geh zum Knopf. Geh zum Knopf. Nein. Alter. Ah! Ich habe einfach recht gehabt. Kalle, ich stand kein einziges Mal an Lifeline. Ja, aber du warst Imposter. Wie kann das denn sein? Ich stand nicht an Lifeline. Ja, mein Chat schreibt jetzt gerade auch, es war Malte tatsächlich. Aber du warst ja auch noch schuldig. Das ist ja noch viel lustiger. Das ist doch die Scissor. Nee, Nina. Oh, eben. Sie ist schon wieder Imposter. Nina ist schon wieder Imposter. Ja, ich würde auch sagen, nee, ich gehe mal zum Badezimmer. Johnny hat Malte und mich gesehen. Ich würde hier mal Kabel machen, ne? Wüt. 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 Bidim. Ja gut, Malte kann ich nicht töten. Das ist Safe Call, dann auf mich gemünzt. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir das machen? Nein, können wir nicht. Aber wir können hier auf das Ding gehen. Tschüss, 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 Kebab. Okay. Sehr gut. Ja, machen wir das Licht aus. Kommt mir hier was entgegen? Kommt hier nichts entgegen? Okay, hallo. Ich habe was gemeldet. Ich habe was zu melden. Laboratory rein, aus dem Westen. Und dann habe ich da eine Task gemacht und dann bin ich zurückgelaufen. Und dann lag da Malte tot. Gerade so gesehen, weil die Lichter noch aus waren. Ich bin da ja vorbeigelaufen und dann zurückgelaufen. Also es muss relativ jüngst passiert sein. Weil dann kann ich Nina proven. Die war im Specimen Room oder ist gerade in die Dusche gegangen. Wo liegt Malte? Ich habe vor Lab. Aber quasi. Ich habe auch kein Licht, ne? Also das muss ich auch dazu sagen. Oben rechts unter Laboratory. Kurze Frage, für was steht das D und das L hinterher. Das war ein darker Collar. Weiß nicht genau, warum das. Hä? What? Wieso kann ich diese. Das Light ist immer noch im Arsch. Ist interessant, dass da so wenig Leute hinlaufen. Ich gehe mal in die Security. Ich tue mal so, als wäre ich in die Security gegangen. Ich bin da gerade in den Camps. Bin kurz davor. Entscheide mich nochmal anders. Gut. Also er wollte jetzt auch sterben. Also der wollte das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das wollte. Aber ich gehe jetzt nämlich in Storage und fülle mit Phil hier neu auf. Ja, weil die Sachen müssen natürlich aufgefüllt werden. Ne? Aufgefüllt. Schubidu, ich wär so gern wie du. Das passt ja. Das war jetzt kein guter Call von mir. Will das mal jemand drücken da auf der anderen Seite?
Ich drück einfach Kino. Kim, bist du rübergegangen? Wer hat hier Fischi getötet? Eine Frage. Wer steht am rechten Reaktor oder wer ist auf der rechten Seite? Ich. Und ich drück da seit einer halben Stunde drauf. Kim ist kurz vorbeigekommen, okay. Ist dann wieder gegangen. Und deswegen habe ich gerade gefragt. Von Kim, wo ist Kim vorbeigekommen? Von dem rechten Reaktor ist sie quasi rüber oder ja weggelaufen nach links. Also okay. Um aber wir waren auf dem Weg hin, oder? Ja, also ich wollte diese Gruppe dahin führen. Ich wusste nur nicht, ob Therese mich wer dessen abschlachtet oder nicht. Das war das. Wie viele wart ihr in der Gruppe? Wie viele waren drei? Also wir waren drei. Also es muss Nina, Therese, ich. Also es ist auch dann Kim oder Kalle. Dann ist es Kim oder Kalle, ja, aber weil. Wo liegt die Leiche denn? Die liegt Kim jetzt unten Kalle. Links in O2, weil ich habe mir gedacht, entweder hat wer einen Kill gemacht oder macht einen Kill und dann bin ich nach unten gelaufen und da lag jetzt bei O2 die Leiche. Aber ich war oben. Wenn Kalle direkt gesagt hat, dass er am rechten Reaktor ist, dann würde ich ihm glauben. Kim hat nämlich gar noch gar nichts gesagt dazu. Ja, ich bin nicht an nach links. Wenn ihr eine Dreiergruppe seid, dann würde ich jetzt einfach Kim kicken. Nee, die will gejestert werden. Kim will gejestert werden. Also weil sie nicht nach links gelaufen ist. Nee, weil sie jetzt dreimal nicht geantwortet hat und sich damit ultra sass macht und das normalerweise würde sie jetzt was sagen. Ja, aber dann geht das nicht auf. So. Also dann musst du es sein, Kalle, wenn die Dreiergruppe da zusammenläuft. Von uns drei kann es keiner sein. Wir sind die ganze Runde. Ich wollte einfach mal für Kalle. Ich habe beschlossen, es muss Kalle sein, der bärtige Mann. Kalle war am rechten Reaktor. Kalle ist es ganz sicher nicht. Ah, Kim hat gewonnen, GG. Danke. Zwei Worte sind von mir. Mich wollte ich auch keine ausreden lassen. Ich bin einfach ein geniales Genie. Du hast es wirklich okay. Also für mich war das klar, weil ich ja halt Imposter bin, dass du Jester sein musst. Weil ich Kalle bin, natürlich. Kalle, ich bin das erste Mal Medic, ne? Und wollte das erste Mal mein geiles Schild irgendwo rauf tun, ne? Wollte jemanden schützen, wollte jemandem was Gutes tun. Und du hast mich geschildert? Ich um die Ecke kommen. Und dann sehe ich, ach, Kalle kommt. Ah, guck mal, dem geben wir nochmal ein Schild. Ich dachte nämlich, das war so, ey, Kalle, wenn du mich abstechen willst, jetzt ist deine Gelegenheit. Und dann dachte ich so, jo, okay, alles klar. Dann haben wir uns falsch verstanden. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ich bin ja richtig gut unterwegs hier. Wer ist denn der Dumme? Phil. Aber mit Phil bin ich gerne Imposter. Mit Phil bin ich sehr gerne Imposter. Ich kann nicht Fischi schon wieder abmurksen. Der tötet mich. Also in real life ist es sei denn. Nina ist am Licht. Okay. Ah, SZA könnte jetzt wissen, dass ich gewendet bin. SZA könnte wissen, dass ich gewendet bin. Das kann ein Problem sein. Wenn sie Augen hat, weiß sie es. Aber ich glaube, SZA hat keine Augen. Das ist gut. Wen haben wir eben gesehen? Wir müssen unbedingt uns ein Alibi verschaffen. Wir haben sehr viel getötet. Zwei Leute tot. Wo sind die Toten? Ah, Malte ist hier. Sag mal, wo seid ihr denn alle? Ich hab jetzt gerade nur Malte gesehen. Ja, same. Oh, ich bin verhext. Oh nein. Oh, Kim ist verhext. In wem stand ich denn länger? Ah, das ist ein Hexzeichen. Ach so, ganz am Anfang. Nee, ganz am Anfang hat man Cooldown, ne? Crazy, ich bin niemandem gecrossed. Ich wüsste nicht, also eigentlich nur Fischkopf an der Lifeline. Bist du dann jetzt eigentlich safe oder kann ein Imposter auch ein Imposter witchen? Weil sonst bist du jetzt ja 100% proof, ne? Ja, okay. Außer ich sterbe jetzt halt, ja. Aber wir müssten halt jetzt irgendwie trotzdem herausfinden, wer bei dir in der Nähe war, ne? Wer sagt denn gar nichts? Kalle schon wieder. Nee, ich hab schon was gesagt. Also das Ding ist halt, ich bin ganz am Anfang nach rechts gegangen, als das Licht ausging, relativ früh. Ja, ich glaube, wir müssen einfach Fischkopf umbringen. So, weil aber wir waren alles so ich hab nichts gemacht. Das ist mir völlig egal. Du bist ein Witch. Also ich weiß nicht, ob das reicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß aber es doesn't matter, weil... Wir müssen voten. Wir müssen irgendwen voten. Oh Mann. Ich weiß nicht. Tut mir leid. Ist okay. I'm so sorry. Also wenn er es nicht war, ist die Runde jetzt auch vorbei. Also dann ist es auch nicht so schlimm für ihn. Ist nicht so schlimm. Oh, lol. Die ist ja wirklich... Der ist ganz, ganz wenig cool. Ja, das ist halt kann Ross. Direkt im Dropship das dich halt vergiften. Den musst du hochstellen. Der ist... Dann ist... Ja. Ja. Fischi, ich wollte dich auch als erstes wieder töten, aber dachte ich nicht schon wieder. Ich hätte dir beinahe ein Schild gegeben, Kalle. Wieder mit Phil. Phil, was willst du? Nee, das gebe ich mir nicht. Komm schon, ist schon wieder Nina zum ersten, Leute. Oh Mann. Bevor es Lights gefixt war oder kurz danach gestorben sein. Das heißt, für mich ist
Kalle und Phil, Heidi ist das. Mhm. Also ich glaube, die liegt eher in der Nähe von dem Vent. Okay, also für mich ist es Phil oder Kalle ist das. Also Scissor und Fishcop sind mit mir im Dropship quasi geblieben, weil ich nochmal hochgelaufen bin, weil ich da einen Task hatte. Johnny also die wo? In der Geschwindigkeit hätten die da auch nicht runtergekommen. Ich sauf gerade bei Stoic ein bisschen. Ja, also Johnny kann ich auch. Ich glaube, Johnny und Kim kann ich safe sagen, sie waren es nicht. Phil, also hast du was zu sagen? Ich weiß es doch. Ja, wir können sonst jetzt schon voten einfach. Bin direkt in die Kameras gegangen, vielleicht hat jemand ein Lämpchen leuchten sehen. Ich habe niemanden in den Kameras gesehen. Ich bin da direkt rein, ich komme raus, da liegt ein Dead Body. Es können für mich Kim und Phil sein. Kim, ich habe gesehen, dass du rechts rausgegangen bist, aber in der Zeit kannst du auch easy wieder zurücklaufen. Also ich kann es nicht genau sagen. Hey, du warst gerade eben in Camps, als ich reportet habe. Nein, ich habe gesagt, ich bin in Camps gewesen und dann bin ich rausgegangen. Das ist Kalle. Nach Leipzig. Nee, aber das hat Kalle auch direkt so gesagt. Also glaube ich Phil. Kalle hat einen guten Tag, der pinkt niemanden um. Oh. Ich habe mich richtig verplappert gerade. Kim hat's verstanden. Kim hat's verstanden. Phil hat sich auch gerade selber rausgeknallt. Also, dass Phil da den Kill macht, das ist einfach nur dumm gewesen. Dummer Phil. Also, wieso macht er da den Kill? Er sieht, dass ich in einem Camp stehe. Ich muss da weg. Dummer Phil. Und Kim hat's eigentlich, also Kim hat mich eigentlich durchschaut. Johnny hat versucht, mich gerade nochmal zu decken, witzigerweise. Dummer Johnny. Deswegen. Scheiße. Malte bewegt sich nicht. Oh. Oha. Oha. Wischi, du hast die Leiche auch gesehen, ne? Ja, ich habe sie gerade noch gesehen. Du hast gesehen, dass die Leiche da schon lag, ne? Ich glaube schon, bin mir nicht ganz sicher. Okay, ich war nämlich kurz überlegen, ob ich noch stehen bleibe, um quasi sicherzustellen, dass du siehst, dass die Leiche da noch lag und dass sie nicht gerade umgefallen ist. Ich habe jetzt Kim an keinem der Reaktoren gesehen. Nee, ich bin auch ganz, ganz unten. Also ich komme gerade, ich bin jetzt in Electrical und wäre jetzt an Reactor, aber ich war erst in Weapons. Für mich sind halt Fishy und Scissor safe. Weapons habe ich auch jemand gesehen. Ja, Scissor ist safe auf jeden Fall. Also Kalle, Scissor und ich standen ja rechts und dann hat links keiner gedrückt die ganze Zeit. Und dann sind Kalle und ich los. Ja. Also ja. Da wusstet ihr noch nicht, dass zwei gestorben sind wahrscheinlich, ne? Aber wenn ihr zu dritt rechts steht, warum geht da nicht einer rüber? Naja, sind wir ja dann irgendwann. Ich bin da dazugekommen, weil ich kam von rechts und dann habe ich gesehen, da stehen schon zwei und dann bin ich halt weitergegangen. Dich haben wir gar nicht gesehen. Nee, ich bin auch ganz woanders. Ich war in Weapons und Communications und bin jetzt unten O2 und komme gerade Electric Glow. Also ich bin am anderen, völlig anderen Ende der Karte. Aber warum? Es tut mir leid. Ja, das Ding ist, Cesar, Kalle und ich standen halt rechts und dann haben wir da versucht rumzudrücken und es hat nicht funktioniert. Wir sind, glaube ich, Cesar und ich sind, glaube ich, davon ausgegangen, dass gleich mal jemand Dings drückt. Ist aber nicht passiert. Ich stand da ewig und drei Jahre. Ja, also ich glaube eher, dass es ein Kalle ist, und da lag dann eine Leiche. Also ganz kurz nur, es sind auch zwei gestorben, ne? Also das heißt, es kann das sein, dass Phil nicht richtig war und dass Kalle halt noch von der ersten Runde. Ich möchte es nur einen Raum werfen, aber da ich gerade, warum auch immer, sus bin. Du bist sus. Warum? Wo war denn die Leiche überhaupt? Ja, links unter dem... Unter dem Reaktor. Links unter dem Reaktor. Ja, die Person wollte uns alle rennen. Aber Kalle hat doch gerade auch gesagt, dass er nach links gelaufen ist. Naja, mit Fischi zusammen, der hat das ja gesehen. Ich habe gesehen, er hat dann die Leiche gesehen. Ja, also Kim ist die Einzige ohne Alibi gerade. Ja, leider. Also für mich ist Kalle noch aus der ersten Runde, nur dass ich es euch merke, weil ich bin noch... Kalle ist sowieso immer eigentlich, aber heute jetzt gerade nicht. Ich war Crew. Gut. Fischi, sie will drücken, oder was? Fischi, Fischi McFish, hallo. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Alle so gut einfach. Ich bin halt, das weißt du wahrscheinlich nicht, Fischi, es sind zwei Vents genau davor. Und ich bin halt dann von der anderen Seite dazugekommen. Und bin halt, nachdem ich Malte abgestochen habe, bin ich gewendet. Und dann habe ich so getan, als wäre ich einer von euch. Bin mit dir extra zusammen rübergelaufen, um die Leiche zu checken. Das war wirklich well played, ey. Aber gute Jester-Karte, Mann. Alles gut. Heute ist mein Among Us-Tag. Ich bin heute sehr gut in Among Us. Oh, endlich mal Crewmate. Pew, 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 pew. Johnny, bitte. Don't kill me. Wenn du mich killst, dann kill me softly. Run in my pain with the finger. Dieses Kartending, ich krieg das nicht hin. Naja, man muss es mit Gefühl machen, ne? So, alle leben noch. Okay. So, dann Admin Table. Zwei da. Security Laboratory. Vice Specimen, Kim, moin. Alle leben noch. Gut. Kurz mal was runterladen, dann nochmal gucken. Ich hab's einfach well played, ne? Wenn sie mich jetzt voten, dann ist es fein. Bin nämlich so tagaufsüchtig, dass ich mir hier nebenbei auf dem Laptop noch Two Twisted TV aufgemacht habe. Oh, hier ist ja alles.
Fischkopf, Nina, Phil. Fischkopf, Nina, Phil. Fischkopf, Nina, Phil. Es leben immer noch alle. Fischkopf, Nina, Phil. Ich glaube, Fischkopf ist Imposter und traut sich nicht, abzustechen. Ich glaube, Fischkopf ist Imposter und traut sich nicht, Leute zu töten, weil er lieb sein will. Okay, Phil ist anders. Phil ist da anders. Phil sieht das nicht so eng. Ah, und Kim. Doch, klar. Wir müssen voten. Wir sind 6 Leute. Nee, keine. Wen voten wir denn? Also ich habe für Johnny gevotet. Einfach weil er... Weil er einen Pickup quasi gegessen hat. Ja, Johnny ist Major. Ja. Und jetzt hat er noch einen Pickup und ist noch gestärkt. So. Ja, ist denn bei euch alles in Ordnung im Brain, oder was? Sorry, dass ich gegessen habe. Ja, Entschuldigung, abgelehnt. Phil ist einfach drei Runden in Folge Imposter. Auf jeden Fall, Johnny ist Major oder Major. Der kann zweimal voten. Also er votet einmal, aber es hat eine doppelte Stimme. Der Sheriff, wie gesagt, schießt auf jemanden. Wenn er einen Imposter trifft, überlebt er. Wenn er einen Crewmate trifft, dann... Oh ja. Alter, das habe ich genau gesehen. Das sah ziemlich juicy aus. Nein, was ist passiert? Ich hab, also Phil, es tut mir total leid. Ich habe genau einen Kill gemacht in dieser Runde. Weil ich wollte irgendwen verwitchen. Ich wollte dich gerade verkaufen. Oh, das tut mir leid. Da haben wir leider gleichzeitig... Du bist gerade... Also eigentlich habe nur ich die Runde gewonnen, weil du bist auch gerade gestorben, weil ich deinen Lover gerade umgebracht habe, gell? Ich hab dich gelebt. Ja. Ich dich auch. Und ich wollte gerade für uns gewinnen. Ich wollte Kim ankacken dafür. Alter, du bist ja wohl mal der schlechteste Imposter-Mate aller Zeiten. Mit mir war super.